Auf unserer letzten Reise durch Frankreich fanden wir ein großes, zugewuchertes Grundstück an einer großen Straße. Von der Straße aus nicht zu erkennen, versteckte sich hinter den dichten Bäumen eine alte Villa. Maison Dupont wird diese Villa in den Fachkreisen genannt. Im Inneren des Hauses verstanden wir auch warum. Unzählige selbstgemalte Kunstwerke und Fotos erinnerten in diesem Haus an die Familie, die dort einst gelebt hat. Die Zeit war in diesem Haus stehen geblieben. Unzählige vollmöblierte Räume warteten auf uns. Begleitet uns auf eine Reise durch die alte Villa der Malersfamilie, kurz vor den französischen Pyrenäen. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier gerade mitten in Frankreich in einem ziemlich zugewachsenen Garten. Ich werde hier gerade in einer Tour von Tigermücken gestochen. Es brennt wie Hulle, es juckt wie Hulle. Es ist eine ganz große Katastrophe. Hier soll sich ein Haus befinden. Das ganze Haus kann ich auch schon neben mir sehen. Das Haus soll schon viele Jahre verlassen sein. Um genau zu sein, 20 bis 30 Jahre. So genau wissen wir es aber noch nicht. So wie es hier außen aussieht, kann das aber auf jeden Fall schon zutreffen. Es soll komplett eingerichtet sein. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Hier seht ihr den zugewachsenen Garten, den ich meinte. Und ja, hier schlagen sich schon überall riesengroße Bäume durch. Es ist alles zugedornt. Da befindet sich das Haus. Es ist schon übel zugewachsen hier, das Ganze. Ich weiß auch ehrlich gar nicht, wo wir hier lang müssen. Hier ist noch ein alter Mast. Da gehen auch noch Kabel hin, wahrscheinlich Telefon und Strom. Das Haus ist wirklich unglaublich zugewachsen, aber es sieht auch gar nicht mal so klein aus. Ja, Leute, wir schlagen uns mal hier so ein bisschen noch durchs Dickicht. Hier sind auch überall solche Pfade. Hier steht schon mal die Tür offen. Und es kommt ein sehr kalter Luftzug hier raus. Und es riecht schon sehr nach Lost Place. Gehen wir mal rein. Dunkel hier. Okay, Leute, hier ist der Zugang. Hier sind wir gerade reingekommen. Der erste Blick hier ist auf jeden Fall erstmal etwas wüst. Es scheint alles so ein riesiges Durcheinander hier zu sein. Es ist auch recht kühl hier drin, muss man sagen. Aber es ist auf jeden Fall noch Einrichtung da, so wie wir es vermutet haben. Hier direkt im Eingangsbereich liegen alte Landkarten. Und das hier sieht auf jeden Fall nach einem Kontostand aus, beziehungsweise nach einem Kontoauszug von 2000. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. 23 Jahre. Es könnte auch schon 23 Jahre leer stehen hier, das Ganze, wenn man mal nach draußen guckt. Ah, abwegig ist es nicht. Hier unten liegt noch eine Packung von Rémy Martin, ein guter Champagner. Davon habe ich doch erst in Deutschland vor wenigen Wochen in einem griechischen Restaurant, glaube ich, einen Rollwagen gesehen. Ich glaube, dieses Durcheinander wurde aber hier nicht einfach so zurückgelassen. Das war wahrscheinlich im Laufe der Zeit durch Urbex-Tourismus wurde das Ganze hier verursacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier liegen auch überall noch Familienfotos. Das hier müsste sogar in den Pyrenäen entstanden sein. Wir sind hier nämlich ziemlich in der Nähe von den Pyrenäen. Hier steht auch noch eine Leiter mitten im Gang. Passt hier alles nicht so hin. Hier haben wir den Kamin. Der wurde wahrscheinlich zum Heizen genutzt, ganz früher mal. Ich denke mal, im Nachhinein gab es hier ganz normale Heizanlagen. Ah, ja, genau, da hinten ist ein Heizkörper. Und hier auf dem Tisch auch hier hinten noch einige persönliche Sachen. Ja, eher alles Kontoauszüge. Kontoauszüge und Familienfotos. Der ganze Boden hier ist auch voll mit Briefen. Rechnungen. Das hier sieht offiziell aus. Obwohl, El Assurance Maladie, Assurance Security, also wahrscheinlich Versicherung. Ich kann nur mutmaßen, was das hier alles ist. Vielleicht unbezahlte Rechnung. Das ist jetzt so meine erste Vermutung. Das ist halt das Problem mit der Sprachbarriere. Es wird Zeit, dass wir diese Sprache lernen. Aber die Möbel hier sind ganz nett. Ein schöner alter Massivholzschrank mit solchen Klappfächern. Boah. Und hier wurde aber auf jeden Fall auch ordentlich Alkohol getrunken. Wenn man mal hier reinschaut, heilige Scheiße, hier wurde ordentlich getrunken. Aber das hier war auch mehr so ein Lagerschrank. Hier sind auch noch einige Konserven drin. Ich glaube, da oben, das ist eine Kaffeemaschine. Boah, hier sind auch überall ganz schön große Spinnen. Lecker ist das hier alles auf jeden Fall nicht so unbedingt. Hier oben auf dem Kaminsims sind tatsächlich auch noch Kinderfotos. Die Decke hier ist auch so eine richtig alte Holzdecke, schön massiv. Typisch für so eine Villa hier eigentlich in Frankreich. Aber das ist, ich weiß nicht, ob man das als Villa hier zählen kann. Eigentlich ist es eher ein normales Wohnhaus. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Einmal nach links, einmal nach rechts. Was haben wir denn hier? Das sieht sehr nach Küche aus. Und es sieht nicht nur danach aus. Es war vor allem auch mal eine Küche. Hier in der Küche herrscht aber auch ein mächtiges Durcheinander. Alle Sachen stehen hier auf der Arbeitsplatte. Es ist ziemlich voll hier. Reinigung gemäß Gebrauchsanweisung. Ja gut, alte deutsche Technik, die Dunstabzugshaube hier. Aber vom Prinzip her ist es voll eingerichtet. Hier ist noch alles da, auch wenn es hier gerade ein bisschen durcheinander ist. Was ist das denn? Sieht aus wie Mais. Ah, es ist auch Mais.
Der ist bestimmt noch gut. Oh, hier sind auch noch überall Gewürze. Steakgrill, Gewürzsalz. Alles auf Deutsch. Dillspitzen. Kommt sogar aus Bielefeld. Mensch, meine Heimat. Haben hier vielleicht Deutsche gelebt? Ach, ich glaube nicht. Damals war das vielleicht einfach nur alles auf Deutsch. Da oben hängt ein Bewegungsmelder. Auch komisch. Das Gebäude hat aber auf jeden Fall keinen Strom mehr. Das heißt, der kann so viel versuchen, wie er will. Ohne Strom kann er auch nicht blinken. Naja, kommen wir mal zur Quizfrage. Ist im Kühlschrank noch was drin? Nee, nicht wirklich. Doch ein Wasser und ein vergammeltes Glas. Aber keine nennenswerten Lebensmittel zurückgelassen. Sehr langweilig. Hier oben steht auch nochmal Alkohol. Irgendwas mit 40%. Sieht aus wie ein Brand. Ein Obstbrand, würde ich mal schätzen. Die Schränke hier sind aber auf jeden Fall auch noch voll eingerichtet. Hier steht noch eine Mikrowelle und ein Toaster. Einiges noch da. Auch hier die Schränke komplett voll. Da ist noch eine alte, ekelhafte Fliegenfalle, die auch komplett zugeschmoddert ist. Hier geht es auch nochmal weiter in den Raum. Der ist aber nicht sonderlich groß. Das sieht aus wie die alte Küche. Ah, oder die Waschküche. Hier steht auf jeden Fall eine Waschmaschine und eine Mikrowelle. Waschmittel, das Katzenfutter. Da hat hier wahrscheinlich früher sogar noch eine Katze gelebt. Boah, seht ihr diese dicken Spinnen hier? Boah, hier sind ja überall solche dicken Klopper. Heilige, boah, sind die groß. Aber ich glaube, das sind alles Hauswinkelspinnen. Aber die haben schon eine beachtliche Größe. Mein Gott, hier steht nur noch Rattengift. Das ist alles ein bisschen zugemüllt. Hier wurde die Ordnung wahrscheinlich auch zu Bewohnzeiten nicht mehr so recht gehalten. Ist schon sehr dreckig hier. Da ist auch nochmal Katzenfutter. Also Katzen wird es hier dann auf jeden Fall gegeben haben. Waschmittel. Naja, der Raum hier ist auch nicht sonderlich interessant. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter hier hinten und nehmen dann mal die Tür hier rechts. Das geht ja hier hinten noch mächtig weiter. Boah, hier ist es so zugestellt. Hier werde ich auf jeden Fall nicht langlaufen. Aber was ist denn hier noch alles? Da geht es auch noch mal in den Keller. Da geht es auch noch weiter. Diese uralte Blumentapete hier gibt mir so ein bisschen 60er, 70er Jahre Charme. Mal schauen, was es hier gibt. Oh. Ja, das war mal ein altes Badezimmer hier. Das sieht auch nach Frauenkleidung aus. Pinke Zahnbürste. Duschgel ist auch noch da. Ein paar persönliche Überbleibsel. Noch mehr Duschgel oder Garnier. Shampoo. Irgendwie was mit Shampoo. Da oben hängt zwar noch eine alte Bürste, aber gemütlich sieht dieses Badezimmer hier auf jeden Fall auch nicht aus. Nee, auf keinen Fall. Da gehe ich aber jetzt nicht weiter lang, Leute. Es tut mir echt leid. Aber die Bausubstanz sieht hier auch ein bisschen schwierig aus. Also gehen wir mal rechts hier am Geländer entlang. Den Keller, den heben wir uns, glaube ich, für den Schluss auf, wenn wir da überhaupt runter wollen. Hinten hängt auch wieder ein Bewegungsmelder an der Decke. Und hier ist es auch durcheinander. Hier steht eine Heizung. Hier liegen dann wiederum überall Sachen auf dem Boden. Postkarten. Hier direkt eine aus Monaco. Ist auch alles gar nicht mehr so weit entfernt. So absurd es klingt. Monaco ist näher dran, als man denkt. Hier sind überall Postkarten. Dieser Karton hier ist voll mit Postkarten. Hier liegen noch mehr Postkarten. Ja, wurden wahrscheinlich gesammelt. Hier liegen noch Röntgenbilder, würde ich sagen. Da ist jetzt aber erstmal grob nichts drauf zu erkennen. Ich glaube, es sind zumindest Röntgenbilder. Ne, die sind so alt, da ist nichts drauf zu erkennen. Oder es sind einfach keine Röntgenbilder. Hier haben wir noch einen Raum. Der sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Da oben ist wieder so eine riesengroße Spinne an der Decke. Das hier war ein Schlafzimmer. Ein Zweibettschlafzimmer. Zwei kleine Betten stehen hier. Und auf dem Bett hier liegen noch mehr Röntgenbilder. Das hier sieht ein bisschen von dem, was man noch erkennen kann, nach einem Lungenflügel aus. Beide Lungenflügel auf den Fotos eventuell. Garantieren kann ich dafür natürlich nicht. Auf dem Bett hier liegen zumindest keine Röntgenbilder. Dafür aber Briefe. Malkov Mederik. Irgendwas mit Deklarés und Administration, Fiskale. Ach ja, wenn ich euch sagen könnte, worum es hier geht. Aha, das ist doch schon ein bisschen aussagekräftiger. Eine Rechnung eindeutig in Euro schon an eine Jacqueline. Ah, 2008. Okay, die Jacqueline hat hier eine Rechnung bekommen. Boah, das sind aber horrende Preise, die ich hier sehe. Hier ist noch so ein kleiner Schreibtisch. Und hier sind Schatullen mit Schmuck, ein Scheck und ein uraltes, ja, vielleicht ein Hochzeitsfoto. Ja, genau, ein uraltes Hochzeitsfoto liegt hier noch auf dem Tisch. Rechts daneben noch so ein altes Kärtchen oder ein Buch. Cool. Es ist so eine leichte Zeitreise hier wieder. Das sind alles wieder sehr, sehr alte Sachen. Hier auf dem Boden liegen auch noch Unmengen an Zeitschriften. Alles relativ alt. Hier ist noch eine Schublade. Da liegen noch Medikamente drin. Sulfaguandine und Benzoabtol. Tecan. Antidiarrheikur.
Keine Ahnung, was das ist. Eine Hundezeitschrift, beziehungsweise Hund und Katze. Ach, das sind, glaube ich, Medikamente für Tiere eventuell. Weil auf dem Cover hier ist auf jeden Fall eine Katze drauf. Hier ist auch noch eine Kommode. Da sind so ein paar Schminksachen drauf. Parfums von Chanel. Spray, Haarbürsten. Da hinten sind noch Wattestäbchen. Diese gardinenartigen Teile, die hier an der Tapete hängen und an der Wand, sehen cool aus. Oder ich glaube, das war mal die Tapete. Ich weiß es nicht. Oder nur Deko. Auf jeden Fall, ja doch, es ist ein altes Haus und mit diesen Verzierungen hat es schon ein bisschen was von einer Villa. Aber ich würde sagen, wir verlassen den Raum hier mal, gehen nach hier und schauen mal, wo wir hier hinkommen. Boah, hier ist es wieder nur sehr zugestellt. Da ist der Hintereingang. Ich weiß, da hinten geht es in die Garage, die ist nicht so sehenswert. Und da ist noch ein Kalender von 2002. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal nach hier. Okay Leute, aus lautstärketechnischen Gründen bin ich erstmal raus aus dem Flur. Und rein in den nächsten Raum, den ich finden konnte. Und hier sieht das Ganze doch schon mal um einiges besser aus. Ein fantastischer Raum. Mittlerweile bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob es ein Wohnhaus oder eine Villa schon fast ist. Es sieht total schön aus, richtig urig. Hier in der Mitte ein großer alter Tisch. Und an diesem Tisch stehen natürlich ringsherum viele, viele Stühle. Vielleicht war das hier ein Esstisch. Hier steht auch noch eine Schatulle von Gaillard Bayard, also auf jeden Fall Schmuck. Und hier liegt noch ein richtig, richtig dickes Buch. Dictionnaire Pratique Quillet, also ein Dictionary, ein Wörterbuch. Hier steht auch noch so ein Teebesteck oder ein Kaffeebesteck, wie auch immer, auf so einem kleinen Servis. Das wird bestimmt hergerichtet, aber sieht echt cool aus. Die einzigen Bewohner hier müssten aber auf jeden Fall auch sehr fotografiebegeistert gewesen sein. Das sieht nämlich alles aus, als wären die Fotos hier selbst gemacht. Die wurden ja natürlich auch selbst gemacht. Warum sollten hier sonst so viele Fotos liegen? Die Fotos hier sind aber auf jeden Fall auch schon allesamt sehr alt. Alles noch schwarz-weiß. Das war noch eine ganz andere Zeit. Vom Look her würde ich sagen 50er, 60er, 70er Jahre. Ah, aber schöne Fotos. Ich sehe hier Häfen, Tiere, Familie natürlich, Kinder. Das hier sieht ein bisschen mexikanisch aus. Hier noch ein Familienfoto mit Hund irgendwo in einem Gebirge, wahrscheinlich wieder die Pyrenäen. Hier dann noch ein riesig großer Kamin. Wirklich schön groß, verziert. Obendrauf ein Spiegel. Und auf dem Kaminsims liegt hier noch ein Buch. Darauf liegt eine alte Sonnenbrille. Angelehnt hier auch noch mehr Bücher. Le Grand Livre de la Mer et de Poissons oder Poissons. Hier ist noch ein Fächer. Der sieht ein bisschen schäbig aus. Das hier ist bestimmt auch noch Porzellan. Hier geht's weiter mit Büchern. Und hier neben dem Ofen steht dann dieser Stuhl. Ich glaube, das ist ein ganz alter Babystuhl. Hier geht's dann weiter. Hier steht noch eine alte Massivholzkommode. Hier ist auch noch mal so ein kleines Tablett drauf abgestellt. Und auf diesem Tablett steht altes Porzellangeschirr. Und auf diesem tellerartigen Konstrukt liegen ganz, ganz viele kleine Glaskugeln. Hier haben wir noch eine selbstgeschriebene Seite, die irgendwie aus einem Buch raushängt. Alles sehr alt auf jeden Fall. Okay, und wenn man die Schublade hier aufmacht, sind da auch noch Sachen drin. 5. November 1985. Selbstgemalte Bilder, glaube ich. Ich schätze mal, das hier waren selbstgemalte Bilder. Okay, nee, hier unten steht irgendwas mit Paris. Printed in France. Schwierig. Diese Ecke hier sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Hier dieser alte Stuhl, wo ein Stuhlbein fehlt. Mitsamt eines alten Gehstockes. Und links daneben dieser Beistelltisch mit den Gläsern und zwei dicken Flaschen Wein. 1989. Der Wein ist auf jeden Fall auch schon etwas älter. Links daneben geht es nochmal weiter mit so einer großen, massiven Kommode, in welcher auch noch ganz viel Wein drin steht. Auch noch voll bestückt die Schränke. Ja, hier sind noch ganz viele Gläser drin. Und auf diesem Schrank sind noch Bilder. Natürlich hier, ich glaube Maria ist es, also gläubig waren sie auf jeden Fall. Das hier wiederum ist asiatisch, irgendwas Buddhistisches. Und Schwäne sind hier noch drauf. Schwäne aus Porzellan, wieder was Buddhistisches und noch ein Schwan. Ah ne, 1924, Almanach de Postes Ede Telegraphs. Ich glaube, die sind auf der Jagd. Mit dem Pferd springen die hier rüber und vorne laufen die Hunde vor. Sieht sehr nach Jagd aus. Der Raum hier war auf jeden Fall schon ziemlich cool, auch mit den Bildern hier an der Wand. Aber
Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Hier landen wir nämlich jetzt in dem Flur von eben. Wohlgemerkt mit einem ziemlich coolen alten Treppenhaus hier nach oben. Das hat schon was von einer Villa hier auf jeden Fall. Schlecht sieht das nicht aus. Vor der Treppe liegt ja noch ein schöner alter runder Teppich, der wirklich ziemlich groß ist. Hier haben wir noch eine Eingangstür. Ich weiß nicht, ob das der Haupteingang war. Bin mir nicht zu 1000% sicher. Und hier steht ein Tisch. Auf diesem Tisch sind auch wieder einige selbstgemachte Fotos. Hier rechts haben wir zum Beispiel einen jungen Mann, der mit einem Surfbrett posiert. Auch schon etwas älteres Foto. Und was haben wir hier in der Mitte? In der Mitte haben wir hier ein Foto vom Camping mit einem Hund, ein Familienfoto. Sie posieren vor ihrem Wohnmobil. Oben drüber noch einen Tarp gespannt mit zwei Hunden. Und hier ist ein Foto, das muss ich natürlich pixeln. Das ist ein FKK-Bild von der jungen Frau, die hier lebte. Sie posiert neben einem Hund in Front des Meeres mit Bergen im Hintergrund. Das sieht ein bisschen aus wie der Algarve. Und das oberkörperfrei. Das sind auf jeden Fall alles hier selbstgemachte Fotos. Hier liegt noch ein Telefon, ein altes. Logicom. Was ist das hier? Abritio Municipal sobre la Riqueza Urbana. Provincia de Huesca. Na, ich glaube, das ist in Spanien. Irgendwas aus Spanien hier. 1955. Also diese selbstgemachten Fotos sind auf jeden Fall sehr interessant. Der Herr oder wer auch immer die Fotos geschossen hat, war definitiv kein schlechter Fotograf. Aber bevor wir hier nach oben gehen, würde ich sagen, gehen wir mal in den Raum hier geradeaus. Und das, was ich durch die Tür hier schon sehen kann, das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Oh ja. Boah, der Raum ist krass. Boah, Leute. Alter, oh, der Kronleuchter hier, heilige Scheiße. Hier gibt es auch erstmal wieder so eine schöne alte Blumentapete und einen Bewegungsmelder. Hier in der Ecke steht ein Sessel und hier auf dem Boden liegt ein Pelz oder ein Fell. Ich weiß nicht von welchem Tier, könnte es Schaf sein, aber das ist nicht so mein Spezialgebiet. Und dahinter steht ein Beistelltisch, auf dem sogar eine alte Burg steht. So eine Kinderspielburg, die angemalt wurde, denn hier steht sogar noch quasi die Wasserfarbe. Die Malfarbe, die benutzt wurde, um dem Gebäude hier seinen kleinen Anstrich zu verpassen. Und hier steht dann diese alte, massive Kommode, auf der sogar noch ein uraltes Radio steht. Ich kann mir schon richtig vorstellen, wie damals hier auf diesem Radio die Musik lief und man an diesem Tisch hier gemütlich beisammen gesessen hat und einfach dieser alten Musik gelauscht hat. Ich wette mit euch auch, dass dieses Bild hier selbst gemalt sein wird. Genauso wie die ganzen Fotos in diesem Haus selbst geschossen sind, wird dieses Bild hier selbst gemalt sein. Echt eine coole Location. Hier haben wir auch, wie in den meisten anderen Räumen, noch einen großen, großen Kamin. Und auf diesem Kamin steht ein altes Schiff, ein Modellschiff. Ein tolles, tolles Segelschiff. Und passend dazu hängt genau darüber ein selbstgemaltes Gemälde von einem Segelschiff, wie es übers Wasser schippert. Ist das nicht der Hammer, Leute? Mega, mega cool. Hier stehen sogar noch alte Medikamente, würde ich sagen. 1972. Boah, das würde ich mir auf jeden Fall nicht mehr reinpfeifen. Hier liegt auch noch ein Fächer und auf diesem Fächer ist sogar ein kleines Motiv drauf. Wahnsinn, Leute, wirklich Wahnsinn. Okay, von dem Kamin her geht es aber natürlich noch weiter. Hier haben wir diesen alten Schrank. Groß ist er auf jeden Fall. Und noch eingerichtet mit Porzellan. Feinstes altes Porzellan. Davor steht noch hier so eine dekorative Pyramide. Ich glaube, die waren hier wirklich sehr große Kunstliebhaber, wenn man das hier alles so sieht. Hier liegen auch noch uralte Postkarten und Fotos. Historie d'un Crime. Das hier ist also eine alte Gefängniszelle auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist echt so eine Zeitreise hier. Auch die Fotos, die sind so alt und die Qualität ist doch schon so gut. Auch hier diese drei Herrschaften, wie sie hier posieren. Das Foto ist steinalt und trotzdem unglaublich gute Qualität. Chapeau an den Fotografen. Hier steht auch noch ein Asbach-uralter Sessel. Darüber hängt ein Bild mit schönen goldenen Rahmen von einer Blume. Und hier steht ein dicker Schrank. Tja, das wundert mich jetzt nicht, dass der noch eingerichtet ist. Hier ist sogar noch ein kleiner Tannenbaum drin. So ein Weihnachtsschmuck, glaube ich. Und wenn wir schon beim Thema unglaublich sind, dann sind wir in dieser Ecke auf jeden Fall richtig. Das Case bzw. der Deckel von diesem Koffer hier, da drin ist ein selbstgemaltes Bild von einer Insel oder einer Halbinsel am Meer und das sieht unglaublich gut aus. Ich glaube, jawohl, hier, das waren die Malutensilien. Hiermit wurde gemalt, hier ist die Farbe, hier sind die Pinsel. Damit wurden wahrscheinlich die ganzen wirklichen Kunstwerke in diesem Haus hier gemalt. Ah, schön sowas. Und hier
haben wir dann noch ein Klavier. Und das ist der Wahnsinn. Anstatt einem Notenblatt steht da einfach noch ein Gemälde, ein selbstgemaltes. Es ist wunderschön dekoriert hier, das Ganze. Und ich wette mit euch, das war doch klar. Natürlich funktioniert das Klavier hier drin noch. Oh Mann, Leute, ist das heftig. Eine tolle Location, wirklich. Da oben hängt an der Wand noch ein Kreuz. So viel nochmal zum Thema Glauben auf jeden Fall. Und alles, was hier drin liegt, ist so alt. Mein Gott. Hier finden wir mal wieder eine Postkarte. Cool. Wirklich cool. So Leute, hier unten sind wir fertig und deshalb würde ich sagen, gehen wir mal dieses krasse alte Treppenhaus hier hoch und schauen uns die letzten Räume in dem Haus an, bevor wir hier verschwinden. Hier hängen überall noch Bilder. Oh, ist das cool und ein bisschen gruselig. Insbesondere dieses Foto ist echt gruselig. Das hier oben wirkt wie so eine Galerie. Boah, heftig. Oh, oh. Es ist riesengroß. Tolle Räume hier, Leute. Die zeige ich euch jetzt im Detail. Da werden wir nicht hinschauen. Das ist nur ein Balkon. Deshalb gehen wir als erstes mal nach links. Boah, schaut euch diesen Raum an. Natürlicher Verfall, Schönheit des Verfalls und unglaublich urige Einrichtung. Hier steht noch ein uralter Röhrenfernseher. Links daneben eine Art Notizheft. Hier wurden so ein paar Rechnungen aufgeschrieben, glaube ich. Wir haben unten doch schon mal ein ähnliches Bild gesehen. Auch wieder ein junger Mann mit einem Surfbrett. Lag unten im Flur doch auch. Und lasst euch mal alleine dieses Motiv hier schmecken. In der Mitte des Raumes steht dieses Asbach-uralte Bett. Wirklich Asbach-uralt. Sieht noch recht gemütlich aus. Aber das ist ja wirklich steinalt. Das könnte auch 1:1 so in einem verlassenen Chateau stehen. Hier natürlich auch wieder ein Kamin. Da hängt auch noch ein altes Bild, wieder selbst gemalt. Auf dem Kaminsims liegt auch noch ein selbstgemaltes Bild in Kombination mit einigen Gegenständen und Lotion. Wieder ein Fächer, wieder so ein dekorierter Fächer vor allem. Und diese Ecke hier ist auch nochmal unglaublich schön. Zum einen der Schimmel und der dadurch einhergehende Verfall. Und dann diese Ecke mit diesen Kunstwerken und dem Schachbrett. Dazu noch diese Puppen. Oh, Leute, das ist echt heavy. Mega, mega cool. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in dem Raum fertig. Ja, und nach hier geht's noch weiter. Zum einen haben wir hier noch den Flur mit einem vollgefüllten Bücherregal. Hier oben steht noch ein Medikament, Eukalyptus. Na, okay, das ist jetzt nicht so ein krasses Medikament. Aber hier steht die Tür offen. Und wenn wir mal einen Blick hier reinwerfen, oha, noch ein Schlafzimmer, definitiv, jawohl, noch ein großes Schlafzimmer, wirklich sehr große Räume hier, mit Gemälden an der Wand, der Kamin wurde hier abgedeckt, aber das hier ist auch schon wieder sehr detailreich, das Ganze. Hier liegt noch eine Postkarte aus Barcelona, wieder Fotos, eine Schmuckschatulle sogar mit einem kleinen Spiegel drin. Hier liegen noch Visitenkarten. Centre Psychogeriatrik Paschappe. Hier haben wir noch Bücher. Dieses Bett ist wirklich Asbach-uralt. So eins habe ich letztens erst bei einem verlassenen Chateau gesehen. Genau so eins. Boah, das ist doch aus dem frühen 20. Jahrhundert, dieses Bett. Auch da dieser Wandteppich. Traumhaft. So, und was uns natürlich noch ins Auge fällt, ist dieses Bett hier in der Mitte des Raumes. Davor diese ausgeklappte Kiste. Ich weiß nicht, was das war. Ah doch, hier ist ganz viel Nähzeug drin. Zum Nähen und Häkeln und wie auch immer. Stoff, Fäden, alles Mögliche. Da hängen über dem Bett wieder zwei Bilder. Und auf dem Bett hier liegen Zeitschriften. Das sieht alles hier so ein bisschen nach True Crime aus. Irgendwie True Crime auf Bildniveau. Was machen diese Zeitschriften hier auf dem Bett? Warum wurden die hier so hingelegt? Tja, wenn man jetzt Französisch könnte, aber mir fehlt leider die Zeit, das jetzt hier alles um die zu studieren. Aber es sieht schon sehr cool aus. Auch hier auf dem Beistelltisch liegen noch Unmengen an alten Büchern. Hier in der Ecke auch.
Hier ist sogar noch ein Kleiderschrank. Aber was mir hier auffällt ist, dass in dem Kleiderschrank nur noch Damenklamotten sind. Ja, vielleicht lebte am Ende hier nur noch die alte Frau alleine, weil ihr Mann schon vorher verstorben war. Man kann wieder nur mutmaßen. So Leute, aber ich denke mal, dass wir hier einiges sehen konnten. Mir hat die Location auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das war hier so eine kleine bunte Wundertüte. Bei den Räumen ganz am Anfang hat man auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass es hier letzten Endes so aussieht, wie es aussehen tut. Also, es war schon eine kleine Zeitreise, eine kleine Villa, wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.